Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. So, wir kommen gerade aus der Trollschlucht, nachdem wir den Troll natürlich nicht platt gemacht haben. Das heben wir uns für später auf. Wir haben hier einige Leute im Stream, richtig schön, so später Stunde. Ich habe gerade schon gesagt, momentan geht es erstmal in Richtung neues Lager. Der Stellaru ist aber ganz sauer, dass ich mich dem Gomez angeschlossen habe. Es wurde mir geraten von einigen Leuten, aber ich fand es auch recht interessant, weil natürlich der Diego im alten Lager ist. Wow! Ganz easy runtergesnowboardet. Also zur alten Mine gehe ich jetzt erstmal nicht wieder runter. Das dauert mir zu lange mit den ganzen Klettern. Ich habe ja noch diese zwei Quests mit der Arons Truhe, aber ich werde das dann später mal machen. Ich gehe jetzt erstmal zum neuen Lager. Oh, da sind Gobos. Erstmal speichern. Siehst du mal. Oh, da sind aber eine Menge Blutfliegen und denk. Komm, ich. Die kommen ja nie hoch, die Goblins. Wow! Wie krass der Bogen ist. Oh shit! Das war blöd von mir, da bin ich runtergesprungen. Lol, wieso zur Hölle? Wieso machen die gar keinen Schaden mehr an mir? Ernsthaft? Ist die Rüstung so stark? Wow, alle mit einem Schlag weg. Ich bin ein bisschen überrascht gerade. Ist die Rüstung so stark? Vor Waffen 45, das ist doch gar nicht mal so stark eigentlich. Ein bisschen überrascht bin ich jetzt schon. Wir haben auch hier ein paar Blutfliegen, die wir gerade noch jagen können. Oh! Was zur Hölle? Wieso nehme ich denn so wenig Schaden von den Viechern? Nee, ich nehme ja nach wie vor. Guck mal hier. 130 Lebensenergie habe ich gerade. Ich lasse mich mal einmal von denen nochmal anhauen hier. Natürlich habe ich jetzt die eine Blutfliege. Siehst du? Ich verliere AP. Jetzt habe ich 129. Hä? 128? Das verstehe ich aber gerade nicht. Die sollte mir doch mehr als ein haben. Liegt das hier an dem Amulett der Steinhaut? Sieh das mal aus. Was zur Hölle? Ist das normal? Ich zieh mal jetzt die Rüstung aus. Mal gucken, wie viel Schaden die jetzt macht. Das kann doch nicht sein. Oh! Oh ja! Oh, das kann sein. Ich hab da gesehen mit... Okay, da hat die auf einmal wirklich richtig viel Schaden gemacht. Mein Gott, da war ich richtig überrascht gerade, wie sich da richtig stehen kann. Selbst in Gothic 2 ist das ja nicht so, dass man dann mit der ersten Rüstung auf einmal so immun gegenüber anderen Leuten ist. Ist ja Wahnsinn. Aber gut, wenn die Rüstung dann so gut ist, habe ich gerne. So. Dennoch bin ich krass überrascht. So, wie gesagt, zurück ins neue Lager. Und wir müssen bei dem einen Typen da aus dem Sektenlager, dem müssen wir nämlich seinen Anteil von dem krassen Krautverkauf geben. Der hat uns ja eine Menge von den Drogen mitgegeben, die wir verkaufen sollen. Ganz easy Orks vermöbeln, meint der Stellaru. Ob das wohl klar? Oh, ich kann mir... Ich meine, was habe ich denn hier sonst noch für Gegner auf dem Weg gleich? Ich könnte hier mal ein paar Söldner umhauen, das wäre doch mal eine Idee. Banditen. Jetzt könnte ich mir eigentlich mal die Banditen vornehmen, vielleicht den Reislord, die mich am Anfang so richtig versucht haben auszunehmen, wisst ihr? Das wäre doch mal eine Idee. Ich habe eine Frage für euch. Es war ja, in Gothic 2 haben mir immer Leute geraten, prinzipiell das gesamte Gebiet von allen möglichen Tieren zu befreien, damit man schön Erfahrung bekommt. Und dann zum Start vom neuen Kapitel, wenn die spawnen, dass man sozusagen die neuen hat. Wenn ich mich nicht ganz irre, nimmt der Spiel aber die Gegner nicht raus aus dem Spiel bei einem Kapitelstart, oder? Die Gegner, die neuen, kommen ja nur zusätzlich dazu, oder? Was meint ihr? Der Typ hat's verdient. Ich glaube, den Lefty habe ich sogar schon mal umgehauen. Aber weißt du was? Da könnte ich eigentlich mal wieder machen. Lefty habe ich schon umgehauen neulich.
Und richtig, der hat es verdient. Deswegen habe ich ja... Hier, der Reislord, den kann ich mal. Hey, du! Lefty schickt mich. Lefty schickt mich. Was kann ich jetzt sagen? Ach so, was hat er gesagt? Kann ich den herausfordern oder so? Nee. Schon gut. Kann ich den einfach umhauen? Boah! Er hat genug. Hier stört sich kein Mensch. Was ist denn das für ein cooles Lager? Herrscherstab? Was gibt's denn hier? Was ist das für ein cooles Lager, dass die sich daran nicht stören? Oh, der macht aber recht wenig Schaden eigentlich. So, erstmal schön ausnehmen. Molaradfett. Ring der Lebenskraft nehme ich gerne mit. So, das ist dafür, dass du all die Leute hier auf deinem Feld so unterdrückst. Das wird dir noch leid tun. Das glaube ich nicht. Ich meine, ich habe recht viel Stärke, aber hätte ich es nicht gedacht, dass ich den so gut umhauen kann. Ich bin ein bisschen überrascht gerade. Ziemlich nett. Ah. Wanderwisser, da hast du natürlich recht. Wenn dann Drachensnapper dazukommt, dann fressen die natürlich die anderen Viecher auf. Das stimmt auch. Ja, aber gut, dann muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass ich vor dem neuen Kapitel jedes Tier umhauen werde. Vielen Dank für den Tipp. So. Sollten wir es beim dem Typen hier abgeben? Ah, da fällt mir ein. Der hat uns doch hier ewig abgezogen. Der hier. Der hat uns doch ewig, der Rausschmeißer, genervt. Und wollte uns nicht reinlassen neulich. Und der hat sogar uns Geld abgenommen. Pass mal auf, du. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Aber so. Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Zu gut. Zu gut. Hör mal. Ich hau dich gleich um. Der hat nicht zu interessante Sachen dabei, aber... Ich nehme dir alles weg. Dir gegenüber habe ich kein Problem, Alter. So. Das wird dir noch leid. Ah ja, genau, das war der Typ. War nicht besonders schlau. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. Jawohl. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Nicht wahr? So. Ja, dann prinzipiell. Ich habe ja, mit denen habe ich eigentlich vorhin schon mal alles gesprochen. Cypher war ja auch der Typ, der einen den Schwertkampf in Gothic 2 beibringen konnte, oder? Also du meinst, ich bekomme genug XP. Der sagt mir aber nichts, der Cypher. Senyan, der ist glaube ich auch da. Silas. Was hast du denn so im Angebot, Silas? Nix. Kann ich den umhauen? Das ist schon eine coole Axt dabei zu haben. Einen coolen, den Bogen habe ich denselben. Werden die sauer, wenn ich den Wirt umhaue? Jeremiah, der braut hier sein. Ich glaube, das waren ja richtige Schnapsbrauer hier oder so. Silas hat eine schöne Axt. Ja, die sieht schön aus, ne? Aber nee, ich hau den jetzt nicht um. Ich fange jetzt nicht an, jeden umzuhauen. Ich habe den hier umgehauen, den Reislotto, weil die mir nicht gefallen haben vorhin. Aber den hier vor allem, weil er mir das Geld abgezogen hat. So. Ja. Dann, gibt es hier sonst noch jemanden, der mich im neuen Lager... Ich hau prinzipiell sie um, die mich vorher angemotzt haben. Gibt es hier sonst noch jemanden im neuen Lager, der mir... Der mich niedermachen wollte? Von den Banditen? Überraschenderweise eigentlich nicht. Ja. Ah, das sieht schon Hammer aus, Leute, oder? Mit der Mod. Ich meine, jetzt hier ist ja nicht mal so da, wo die alle killen. Ja, ich habe bei einigen gesehen, also ein Kollege hat mir gesagt, dass man prinzipiell alle umhauen könnte, ohne, und das scheint zu stimmen jedenfalls, dass die Leute nicht aggro werden, jedenfalls erstmal umzuhauen. Scheint tatsächlich zu stimmen. Scheint auch momentan recht gut zu klappen. Aber, nee, darauf habe ich keine Lust. Weil so ein bisschen RP will ich dann doch machen. Deswegen, die Leute, die mich vorher versucht haben, die es mir schwer gemacht haben, die kriegen jetzt auf die Mütze. Es ist ja kein Ponyhof in der Kolonie hier. Ne? So. Aber die Quest haben wir abgegeben. Dann geht sie jetzt zurück zur alten Mine. Ne, Quatsch, nicht zur alten Mine. Zum alten Lager. Jedes Mal verspreche ich mich. Jedes Mal.
Auf dem Weg könnte ich eigentlich versuchen, diese zwei Snapper mal umzuhauen. Und da könnten wir versuchen, ob wir unseren ersten Ork mal... Ja, ich glaube, der erste Ork wird überhaupt nichts, aber... Was ist das eigentlich für eine Winde, die ihr habt? Ich speichere mal lieber. Man weiß ja nie. So, hier! Zack! Und jetzt? Ja, jetzt passiert nichts. Die ist nur... Das ist nur eine kosmetische Winde, ist das. War da hinten nicht am Fluss ein Lurker? Auf der anderen Seite? Ich meine schon. Ah, oh, das sieht schon cool aus hier. Kommen Sie zum See vom neuen Lager. Ein Ferienlager. Für jung und alt. Ich dachte, auf der anderen Seite hätte ich einen Lurker mal gesehen. Ah, da ist doch einer. Guckst du mal. Komm, dann schwimmen wir mal aufs andere Ufer. Oh je, ich hoffe, dass der mich nicht riecht, bevor ich... Und da sind auch eine Menge Blutfliegen. Ich hoffe aber, unter dem Hintergrund so gut mit der Sichtweite sieht man das alte Lager. Oh, was zur Hölle? So, direkt eins aufs Maul. Du jetzt auch. Oh, oh, der hält aber schon ein bisschen mehr aus, ne? Komischerweise scheint die Rüstung so extrem zu sein. 45, ernsthaft? Durch das, durch die Rüstung einmal und dann durch die, wie hieß das? Die, das Amulett, was wir gefunden haben im alten Lager, nachdem wir da einmal wirklich jede einzelne Truhe aufgemacht haben, die wir aufmachen konnten. Da sind ja noch eine Menge Truhen, für die ich ja einmal einen Schlüssel brauche. Aber die gibt's das nächste Mal erst. Ey, flieg hier nicht vorbei. Verdammt nochmal, fast so. So, überraschend teuer sind diese Flügel. Und Warane. Ich will mal lieber hier speichern. Vor Varan habe ich dann doch Respekt. Komm her, du. Jawohl, mit zwei... Guck mal, die haben keine Chance. Aber ich kann die auch überhaupt nicht verwerten gerade, die Viecher. Verwerten. Dann haben wir oben noch Scavenger. Oh, da habe ich ja gerade... gar keinen Schaden an dem gemacht. Aber ist gerade schon ein bisschen überraschend, kann das... Sind doch keine einfachen, hier die Wölfe. Die sollten doch nach wie vor richtigen Schaden an mir machen. Ich speichere hier immer lieber, weil wenn die alle auf einmal auf mich zukommen... Oh! Oh je! Yeah. Oh, verdammt! Okay. Das ist aber... Das kann doch jetzt nicht normal sein. Und jetzt rennt er sogar schon von mir weg. Das kann doch jetzt wirklich nicht normal sein. Zur Hölle? Ich frage mich gerade, ich meine 163 Lebensenergie. Ich meine, ja gut, wenn ich die Rüstung abgelegt habe, dann habe ich wirklich nichts mehr ausgehalten. Also gerade wundere ich mich schon extrem. Weil in Gothic 2 war man nicht so stark, wenn man die... Liegt das an dem Amulett? Was habe ich denn für Ringe an? Ich habe einen mit Geschicklichkeit und... einen Schutz vor Pfeilen. Okay, du sagst gegen Ork wahrscheinlich nicht. Wo finde ich denn hier mal so einen Ork? Ziemlich dumm. Natürlich ist... Ich werde hier mal speichern. Wenn ich mich nicht irre, geht das hier in die Eisregion prinzipiell. Komm, nehmen wir Sklavenbrot mal mit. Lecker, lecker, lecker Sklavenbrot. Hört sich so lecker an. Ich frage mich, was das für eine Mischung ist. Bestimmt Roggenbrot. Haben wir Scavenger nach wie vor. Wo hätten wir denn mal einen Ork? Heilkräuter. Die nehme ich gerne mit. Boah, ist das cool mit den Lichtstrahlen. Was meinst du, Stellaro? Begebe ich mich da in die richtige, ist das die richtige Richtung für einen Ork? Was ist denn das hier für ein Kreis? Was haben wir denn hier?
Hört sich auf jeden Fall gefährlich an, du. Ich werde mal hier in dieser hier unten Zuflucht suchen. Ha! Eine Menge Skelette. Oh lol. Oh, oh ja. Ein Schlag und da ist schon die Hälfte von HP weg. Oh Mann, was die tanzen. Ja. Okay. da kommt dann sicherheitshalber auch noch der Zombie. Oh je. Okay. Ich wollte ja nur sicherstellen, dass ich nicht, oh mein Gott, wo war ich denn jetzt hier? Ach ja, hier. Ich wollte ja nur sicherstellen, dass da nicht irgendwo was mit meiner Rüstung verbuggt war und ich aus irgendeinem Grund zu wenig Schaden genommen habe. Aber das scheint zu passen, wenn so ein Skelett nach wie vor zwei Schläge braucht, um mich wegzuhauen. Das hat wahrscheinlich auch nur einen kritischen Schaden und dann bin ich ganz weg. Wo komme ich denn hier jetzt raus? Im Regen sieht man hier wirklich nichts, ne? Ah, guck mal, hier ist der Turm. Ist immer eine Orientierungshilfe. Kann ich da eigentlich oben hoch? Ist da oben etwa eine Truhe? Könnte das sein? Glaube ich nicht. So, ich spring mal hier runter. So, und dann geht das rüber zum alten Lager. 14 Lernpunkte habe ich noch. Oh, guck mal, da hört der... Ah, ne, da geht der Regen kurz weiter. Ich glaube, dann gehen wir nochmal kurz beim Onkel Taurus vorbei und lassen uns die Stärke nochmal toppen. Das heißt, wir gehen durch das Südtor, nee, gar nicht, Nordtor. Und wenn wir die Stärke haben, dann können wir auch sicher sein, dass wir im Nahkampf richtig draufhauen. Weil prinzipiell hier Gothic, da brauchst du ja keine Wortfähigkeiten oder so. Und das finde ich eigentlich cool, dass ihr kennt ja Spiele so wie Fallout, die auf jeden Fall cool sind, wo man sozusagen Skill-Checks hat, wenn man versucht, Leute zu überreden. Wo man hier in Gothic eigentlich eher geschickt den Leuten Sachen erzählen muss. Und manchmal Sachen, die man überhaupt nicht, sagen wir, offensichtlich finden kann, sondern die man wirklich selbstständig herausfinden muss. So, Taurus. Für Gomez, ganz genau. Hä? Ich dachte, der unterrichtet mich. Was ist denn der Diego? Der konnte mir auch, glaube ich, Stärke anbieten. Boah, guck dir erstmal den Sonnenuntergang hier an. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen. Und Kampfkraft steigern. Stärke plus 5, bitte. Und nochmal. Danke. Boah, guck dir. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Die Schattenrüstung werde ich mir erstmal nicht holen. Boah. Ist das traumhaft gerade mit der Sonne. So. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich mal versuchen, können wir eigentlich immer noch versuchen, den Karim mal umzuhauen? Wäre das eine Möglichkeit? Das war ja schon ein guter Kämpfer. Wobei, ich glaube, den machen wir ein andermal. Ich habe jetzt eher Interesse, mit dem Dusty, glaube ich, abzuhauen. Nee, der Matt, der bleibt hier schön im alten Lager sitzen. Boah, guckt euch das mal an. Ich meine, es sah schon super aus für damals, 2001. Na du? Was machst du eigentlich hier so? Für Gomez! Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Komisch, den muss ich nur einmal auszahlen und nach wie vor lass scheint er auf meiner Seite zu sein. Da wird er direkt sauer. Lass mich vorbei. Ach, guck mal, er ist der eine aus, wieder zurückgekommen. Wie ist der nochmal? Baal Parvis, genau. Der hat uns ja nur abgeliefert hier. Und danach ist er direkt wieder zurückgekommen. Zum alten Lager. Für Gomez, ja, ja. So gut, für Gomez, ja, ja. Ja, ja, es leckt mich am Arsch. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen.
Ich vertraue dir, Dusty. Lass uns gehen. Ich werde das mal nicht investieren. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Lass uns zum Sektenlager gehen. Na, dann geht's mal los hier. So, guck mal, da hinten im Hintergrund die Berge, ist das wunderschön. Ich ergötze mich wirklich daran, wie hübsch das ist. Jackal, mach dir keine Sorgen. Ich nehme den Dusty mal mit auf den Spaziergang. So, du machst dir auch keine Sorgen. Stellaru, was war denn bei dir dein Lieblingslager? Aber ohne Spoilern bitte. So, Dusty, dann komm mal gucken, wie wir an den Wachen hier vorbeikommen. Sprechen die uns direkt an? Dusty. Jetzt hängt er da fest. Komm mit. Ich bring dich da schon vorbei. Halt! Wo sollst du denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Ganz genau. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. Ja, so ist das richtig. Gute Torwache. Ich habe nichts gesehen, ne? Komm, Dusty. Am Anfang altes Lager. Ja, dann genauso wie bei mir prinzipiell. Kann der Dusty ein bisschen was aushalten? Soll ich mit dem ein bisschen durch den Wald gehen? Nee, ich glaube, das ist nicht nötig. Wir nehmen mit den alte Route, würde ich sagen. Sind hier noch irgendwelche Kräuter, die ich vergessen aufzusammeln? Naja, tatsächlich Seraphis. Ja, ich finde ja gerade am Anfang ist altes Lager natürlich ein bisschen offensichtlich, weil Diego einen da hinschickt. Aber das ist natürlich das Geniale an jedem Gothic-Teil. Das zwingt dich eigentlich, das Spiel mehrfach zu spielen. Und es macht Spaß. Wobei jeder Teil so ein bisschen... Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit dem durch den Wald. Wobei... Damit wir mit dem Dusty auch mal was erleben. Ich glaube nicht, dass der irgendwas aushält. Aber komm hier, Scavenger kloppen. Das können wir doch mal wagen. Wir wollen dem Dusty ja immerhin... ein bisschen was bieten hier. Soll ja keiner aus dem alten Lager sagen, dass ich eine langweilige Route nehme. Oh, da sind aber eine Menge Wölfe jetzt. Oh, oh. Nicht, dass der Dusty da jetzt reinrennt. Da sind nämlich Wölfe, Blutfliegen. Komm an. Oh je, was hat der für eine Waffe? Kommt der denn auch noch an hier? Boah, Hammer, wie das aussieht. Dusty, komm mal. Habe ich dir nicht eine schöne Show gerade geboten? Das ist aber eine wunderschöne Sicht, finde ich hier. Go, Dusty, mit dem Knüppel. Boah, da könnte man sich richtig verlieben in diese Ansicht über das alte Lager. Und ich muss auch sagen, in Gothic 2 sieht das Minental natürlich ganz anders aus. Verwüsteter. Ära. Na gut, wo gehe ich denn jetzt lang mit dem Dusty? Komm, Dusty, wir gehen doch hier durch, weil ich will jetzt nicht an jedem Wolf mit dir vorbeigehen. Wow, da führt eine Höhle runter. Das wusste ich nie, dass hier eine Höhle im alten Wald ist. Und da ist ein Schattenläufer. Da ist eine Höhle im alten Wald. Das habe ich nicht gewusst. Das muss ich auf jeden Fall auf meinem Rückweg ausprobieren. Wo es da lang geht. So. Aber erstmal die Mole Rats platt machen. So, hier geht es ja, glaube ich, auch lang. Oh, verdammt. Nein, nicht auf den Dusty zielen. LOL. So. Nachtschatten. Das hört sich aber interessant an. Exotisch vor allem. Okay. Xerxes Rückkehr also sozusagen altes Minental, aber... Oh, ein unsichtbarer Wolf. Verdammt! Jawohl! Noch eine Stufe gemacht. Unsichtbare Wölfe sind bekannterweise nach unsichtbaren Einhörnern die gefährlichsten Wildtiere.
kann ich euch nur vorwarnen. Also, Xerxes Rückkehr hast du also ein altes Minental. So, wie es hier aussieht. Ein bisschen belebter. Und ohne den Orkwall, der hier wäre. Das hört sich interessant an. Auf jeden Fall eine Mod, die ich ausprobieren werde. War die Brücke immer schon da? Ja, die war da, aber die habe ich nur in dem Ball Pavis nicht gesehen, als ich hier lang gemarschiert bin. So, und jetzt wird es dann auch recht schnell dunkel. Komm, das die? Folgst du ihm eigentlich noch? Oh oh. Oh nein! Wo ist der Dusty hin? Hängt der irgendwo an der Wurzel fest? Verdammt. Was zur Hölle? Dusty! Dusty! Komm, komm, komm! Dusty! Ich meinte es doch nicht so! Nee, aber ohne Shit, wo ist der Dusty? Was zur Hölle? Wo ist der hin? Wie kann der denn jetzt weg sein? Das glaube ich jetzt nicht. Ist der gestorben? Wo zur Hölle ist der Dusty hin? Muss ich einen alten Spielstand laden? Oder ist er einfach unsichtbar geworden? Oh je. Yeah. Oh nein. Ja. Oder weißt du, ich werde mal kurz hier speichern. Dann lade ich das Spiel hier neu und ich gucke, dass die dann... Oh! Nee, im Gegenteil. Da steht ja, dass die dann nicht neben mir. Was dann passiert ist, dann stürzt das Spiel erstmal ab. Gut. Vielleicht lasse ich dann die ganzen Tiere doch mal hinter links liegen. Und laufe mit dem durch diesen kleinen Canyon. Schafft ihr das? Komm her! Komm, Dusty! So, hier dann direkt rechts hoch, glaube ich. So, jetzt schön aufpassen. Und hier speichere ich mal ordentlich. Kann ich hier hochspringen? So, das sollte doch super laufen. Komm mit, Dusty! War das ein Fehler? Uhu, lol! Roffe! Komm mit! Oh Gott, zum Glück hat der... Ich hatte so Angst, dass der gerade von den Wölfen gefleischt wird. Jedes Mal, ne? Jedes Mal, wenn man so eine Escort-Quest macht... Was für alle? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Das kann doch nicht sein. Der war doch gerade neben mir. Was zur Hölle? Okay, riesen Biene über mir wieder. Klasse, und die greift auch den Dusty an. Nein, ich auf den Dusty schießen. Oh Gott. Hauptsache der Dusty kriegt die Blutfliege hin. Go, go, go. Okay, Dusty, komm. Dann gehe ich jetzt direkt mit dir. So, jetzt werde ich aber mal wirklich mit dem Dusty am Händchen sozusagen hier rauslaufen. Du weißt ja doch, was gut ist. Was für alle? Dusty, hör nicht auf. Gib nicht auf. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. So, komm, dann mache ich den Wolf hier doch noch. So, Hölle, diese zwei Wölfe, die sind da aber einfach weggerannt gerade, ne? Die gehen auf ihre eigene Jagd. So. Ich laufe jetzt einfach rückwärts. Okay. Komm mit, Dusty. So. Schön aus dem Wald raus. So. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Das ist so. Wenn man Dusty aus den Augen verliert, dann ist er weg. Da ist er doch. So, komm schön, komm mit. Nicht abhauen. Komm, 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 komm. So, wann kommt hier die Weggabelung? Das wäre es jetzt, ne? Wenn ich jetzt zurückgeguckt hätte, da wäre er weg gewesen. Komm mit. Ja, sehr gut.
Du hast absolut recht, ich sollte speichern. Okay. Weiter geht das hier. Da ist er, der Dusty. Oh, da wäre ich fast, hätte ich mir fast die Schuhe verlaufen lassen. Seraphis, das nehme ich doch gerne mit. Ist er noch da? Ja, da ist er noch. Komm, Dusty. Oh, ich laufe da immer weiter. Komm an. Komm, Fifi. Okay, sehr gut. Mit Dusty im Schlepptau kommen wir im Sektenlager an. Wo sollen wir den dann hinbringen? Wahrscheinlich zu seinem Kollegen Melvin, nehme ich an. So. Gut. Da mache ich jedenfalls für die Aufnahme hier erstmal Schluss. Das die liefern wir direkt am Anfang von der nächsten Folge ab. Und dann werden wir auch mal zuhören, was es hier so im Sektenlager zu lauschen gibt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.